Hallo und willkommen zum heutigen The Crew 2 Part. Wir sind heute in Detroit, wie versprochen. Genau, in Detroit und machen da heute ein paar Rennen. Im nächsten Part können wir uns vielleicht entweder bisschen noch eine andere Stadt angucken. Müsste ich da mal schauen, welche Stadt es hier noch so gibt. Oder wir fangen mal mit anderen Sachen an. Also mit dem Hovercraft, so heißt das Ding. Genau. Ja, aber heute erstmal in Detroit. Danach muss ich mal gucken, danach werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen streamen, aber die Hauptpartzeit ist dann wahrscheinlich so Du vorbei. trittst gegen klassische amerikanische Muscle Cars aus den 70ern an. Und zwar auf ihrem ureigenen Heimatboden. Diese Wagen sind legendär. Um sie zu schlagen, musst du deine Muskeln ordentlich spielen lassen. Ja, das machen wir doch gerne. Lambo, der Gallardo hat doch hoffentlich ein paar Muskeln. Genau. So. Samstag, also Aufnahmezeit gestern, gab es den Programmierstream. Da haben wir uns um die Spielfelder gekümmert und wie die aussehen werden. Hä? Okay, cool. Ja, ich fahre die meisten Strecken hier immer noch blind. Deshalb teert mich nicht, wenn ich hier etwas falsch mache. Ich mache hier gerne sehr viel falsch. Hi. So, ich gebe mir einfach Mühe, hier nicht ganz so scheiße auszusehen. Und einmal hier rum. So. Gut. Ich weiß zwar nicht, wo wir hier sind. Irgendwo sind wir hier. Das sieht mir fast nach Highway aus. Hoffentlich nicht der Highway to Hell. Na. Ich dachte, wird die Kurve auch so kriegen, ohne dass ich auf die Bremse drücken müsste. Genau, da haben wir jetzt. Da bin ich jetzt so weit, dass ich da das exportieren wollte. Nur dann. Nur das Exportprogramm, der Exporter, will noch nicht. Und deshalb muss ich das jetzt wahrscheinlich nochmal neu modellieren. Und die Sachen dann. Ja, und dann hatte ich auch gleich vor, da ich nämlich das da. Wir müssen darüber. Sah mal besser aus in der ersten Runde. Und da ich das Ganze ja dann noch aufs Spielbrett packen will, würde ich das dann auch gleich in diese Spielbrettdatei reinschreiben. So, aber genau. Dann will ich auch noch mal ein Formular machen, wo ihr irgendwie Städte mit Bahnhöfen eurer Wahl dann da reinschreiben könnt, die dann ins Spiel übernommen werden. So, ich würde sagen, es geht schlechter. Warum sollte man in der Kurve da außen rumfahren, wenn man auch über den Hügel springen kann? Eine gute Frage. So, hier rum, ne? So, hier rum. Oh, cool, Ziel. Oh, schade, war ich noch gerade überholt. Ah, sonst wäre es ein erster Platz gewesen. Cool. Läuft bei mir, würde ich sagen. Strecke ging aber voll, würde ich sagen. Na, Beute. Perfekt.
Rammt mich. Schade. Einmal kurz die Weite abholen, bevor sie despawnt. Hi. Oh, wir sind kurz 20. Cool. So. Oh, ich habe epische Beute verdient. Interessant. Und ein Fahrzeugpunkt. Mhm. Gut, das heißt, wir tunen einmal. Was kann das? Stört dem Follower-Gewinn um 1%. Wow. Hm, das ist wieder irgendwas mit Nitro, nicht wahr? Das ist toll. Nitro wird beim Bremsen um 1% aufgefüllt. Ach so, und dann noch plus 2,4. Plus 2,4% für einen Kult. Und dann epische Beute. Die muss ich mir wahrscheinlich hier drüben abholen, nicht wahr? Nee. Hier ist noch was. Genau. 20. Sammeln. Vielen Dank. Yay. 100 kriegt man einen Chevy Camaro. So, und das nächste Mal kriegen wir dann bei Kult 30 was. Dann gucken wir noch mal kurz in die Kultpunkte. Ein Komfort und ein Fahrzeugpunkt haben wir frei. Hier setzen wir wieder Nitro beim Bremsen aufgefüllt. Das ist immer toll. So. Und dann haben wir noch einen Fahrzeugpunkt. Was könnten wir hier machen? Die Offroad-Stöße und Geschwindigkeitsverluste. Das ist eigentlich immer ganz nett. Das ist eigentlich ganz nett. Das machen wir mal. Gut. Und dann würde ich sagen, nach dem Rennen ist vor dem Rennen. Sind wir überhaupt... Ah. Interessant. Das ist eine ganz nette Strecke, würde ich sagen. Ich trade sowieso eine ganz nette Strecke. So am Anfang. Das hier könnten wir mal in einem Stream machen. Das geht einmal von Norden nach Süden. Genau, und dann fahren wir jetzt noch einmal kurz zum Hypercar-Rennen. Da habe ich schon überprüft. Das letzte Hypercar-Rennen war ja auch wieder ein totaler Reinfall. Da habe ich schon überprüft, da sollte es keine Kurven geben. Weil in einem Dreckcar, in einem Dreckauto, Kurven zu fahren ist komplett lebensmüde und hirnverbrannt, meiner Meinung nach, weil das Ding ist unmanövrierbar, wenn du auch nur ein bisschen Gas damit gibst. So, das hier ist dann auch schon die Dreckstrecke. Wir gucken mal gerade, wenn ich das Lenkrad loslasse und mich dann halbwegs richtig ausrichte, ob es dann passt. Ja, da können wir auch gleich mal die Höchstgeschwindigkeit von dem Lambo testen. 3,30 und einmal abbremsen. Perfekt. Einmal kurz. Egal, wie sehr ich uns auf die richtige Seite des Gesetzes ziehen will, nicht jedem gefällt das. Also müssen wir vorerst weiter illegal. Aber das ist okay. Man kann die Dinge nur von innen ändern. Richtig. Also ändern wir sie. Oh, was haben wir denn hier? Warum rennen die beim Drag Racing eigentlich immer von illegalen Rennen? Go. Ach so, stimmt. Ist ja ein Dreckrennen. Auf 1. Ob Udi es vor sich hin piept. Das Ding ist aber verdammt laut. Leute. Schalten. Nicht vergessen. Nitro. Na, kommen wir ans Ziel? Doch. Irgendwie kommen wir nicht ins Ziel. Schade.
Schalten, 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 schalten. Yay. Ach, ist doch ganz okay, würde ich sagen. Escape. 498 Höchstgeschwindigkeit, das geht doch. So, Lauf 2. Wir stehen noch nicht ganz gerade, glaube ich. Ich glaube, man könnte da ein bisschen gerader stehen. Perfekt. So, wir drehen erstmal ein bisschen. Dann gucken wir mal jetzt. Na? Ich weiß, dass es schlecht war. Nee, jetzt sind wir wieder ein bisschen zu sehr die andere Richtung gedreht. So. Okay. Immerhin sind wir... Immerhin haben wir jetzt nicht die Kontrolle verloren. Trotzdem sind wir scheiße. Wo es ja eigentlich eine relativ gerade Strecke ist. Aber man muss sie halt richtig... richtig drehen. Ja, unten sieht man auch, dass wir ein bisschen schlecht gedreht sind. Vom Minimap. So. Wieder perfekter Burnout. Perfekter Start. Dann einmal wieder so ein bisschen drehen. Und dann jetzt mal gucken. Und hoffen und bangen. Ah, ja, doch. Wir haben es geschafft. Wir haben es ins Ziel geschafft. Gerade noch ebenso. 19,977. Holy shit. Das ist knapp. Da kriege ich nochmal 100... Ja. Ein Hundertstel ist das, glaube ich, abgezogen. Yay. Epische Beute. Cool. Läuft bei mir. So. Aber das war ganz okay, würde ich sagen. Hier ist Aufschneiden angesagt. Du musst mit deinen Siegen angeben, mit deinen Wagen. Deiner zum Beispiel, er ist cool, aber er könnte viel cooler sein. Warum tunst du ihn nicht, statt auf der Couch zu liegen? Du brauchst ein würdiges Gefährt. Als ich gefahren bin, waren Blau und Gold mein Markenzeichen. Du solltest dir Zeit nehmen, deins zu finden. Mein Markenzeichen ist gelb und hellblau. Da rast gerade jemand an mir vorbei. So, starten wir das hier auch nochmal geradeaus. Oh, wir haben zum ersten Mal Bremsen hier drauf. Die einen hatte ich mir hier gerade... Das Design hatte ich mir gerade drauf gezogen. Finde ich ganz nett. Beschleunigt das Design von Live-Belohnung. Aha, interessant. Stärkt die Nitrokraft um 2,5%. Sammler, aha. Interessant. Gucken wir mal, unter welchen Sachen das hier ist gerade. Das interessiert mich jetzt nämlich. Ach, da unten. Ah. Interessant. Könnten wir mal ein bisschen was rein investieren. Dann wechseln wir wieder. Haben hier noch ein Teil bekommen gehabt. Ah. Ich glaube, wir lassen dieses Teil aber tatsächlich. Fahren damit. Danke, ja. Und dann haben wir tatsächlich noch 5 Minuten Zeit. Das heißt, wir können hier uns nochmal im Slalom versuchen. Da würde ich dann immer wieder den Mini nehmen, weil man mit dem Mini besser Slalom fahren kann als mit dem Gallardo. Der Gallardo wäre eher was für Driften. Ich müsste doch mal gucken, ob es nicht einen Lambo in Drift-Version gibt oder einen Gallardo. Das wäre nämlich richtig cool. Hier, weil mit dem kann man nämlich richtig schön um die Kurven gleiten. So. Und dann fahren wir da einmal hin. Ja, stimmt, hier können wir... Verkackt, ich bin viel zu weit gefahren. So, dann wechseln wir einmal. Damit ich mich schon mal wieder an das Fahrgefühl gewöhne beim Mini. Ach ja. Der gute alte Mini. Kurz hier wieder rauswechseln.
Und dann hier... Boink. Einmal das Teil suchen. Da vorne beginnt es. Aha. Hier fand in The Crew 1 auch ein Rennen statt, meine ich. Wo man genau hier lang gefahren ist. Dann da über irgendeine Palette drüber gesprungen ist. Und dann weitergefahren ist. So, wo kommen wir denn hier durch? Nirgendwo. Okay. Cool. Boink. Anscheinend müssen wir doch von der anderen Seite kommen. Was ein Labyrinth hier. Gut. Dann fahren wir halt einmal zurück. So, hier raus, da rum. Den Öl, das Ölfass mitnehmen. Und dann hier lang fahren. Dann hier rein. Hier unten durch. So. Aha, da sind wir. Schön. Ah, cool. Falsche Richtung. Das heißt, wir müssen zuallererst mal da drüber springen. So, das heißt, wünscht mir Glück. Dann versuchen wir es. Boink, bam. So. Wo? Dort, hinterm Haus. Okay, cool. Da. Na? Darum. Dann. Darum. Dazwischendurch. Darum. 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 Da. Yeah. Super, wir haben die Aufgabe schon mal erfüllt. Und überholen jetzt sogar noch... Na, schade. Ich dachte, wir könnten das Tor noch erreichen. Wir haben so auf den letzten Metern noch die Vorgabe überholt. Okay. Das ist doch schön. So. Sehr gut. Okay. Könnten wir glatt nochmal machen, würde ich sagen. Wir sind dort. Wir haben ja noch 2 Minuten. Ah ja. Oder wir könnten auch hier eine Radarfalle machen. Ach, aber wir machen das hier nochmal, würde ich sagen. Hier noch ein bisschen mehr Punkte zu bekommen. So. Einmal warten. Hallo? Spiel? Was macht? Okay, cool. Ah, jetzt haben wir's. Oder? Haben wir's jetzt? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe gerade The Crew 2 zerstört. Cool. Gut, sonst machen wir einen etwas kürzeren Part. Ja. Ich hoffe...
es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und genau, jetzt bin ich auch die 20 Minuten vorbei. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, nächste Woche und tschüssi.